Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Physik bei Kofi. Diesmal geht es um den Alpha-Zerfall und die Alpha-Strahlung, also um radioaktive Strahlung. Und es geht darum, was für Eigenschaften hat diese Strahlung und was passiert eigentlich bei der Entstehung der Strahlung. Ja, wir müssen jetzt rausfinden, bei welchen Nukliden findet man den Alpha-Zerfall. Da nehmt ihr am besten eure Nuklidkarte zur Hand. Zumindest meine Schüler finden die verlinkt in ihren Aufgaben. Ansonsten kann man die mit Sicherheit auch an diversen Stellen im Internet wiederfinden. Ich habe euch nur einen kleinen Ausschnitt hier gezeichnet, von Radium bis Uran und auch davon nicht alle Nuklide, sondern nur eben bis 131 Neutronen. Das heißt, vom Uran haben wir sozusagen nur einen winzigen Ausschnitt. Ja, das Gelb bedeutet also Alpha-Zerfall. Und das findet ihr eben nur bei den großen Nukliden. Bei kleinen gibt es das gar nicht. Also hat das offensichtlich was damit zu tun, dass die Nuklide sehr groß sind. Und außerdem findet ihr in diesem Stück auch noch welche, die sind zusätzlich noch rot markiert. Das ist der Beta-Plus-Zerfall. Das ist Thema eines anderen Videos. Wenn ihr in eurer Nuklidkarte selber schaut, die wesentlich genauer ist als das, was ich hier aufgeschrieben habe, dann findet ihr auch noch, dass manche von denen auch noch Gammastrahlung abgeben. Auch das ist lässt sich für unsere Versuche nicht vermeiden, aber dass da Gammastrahlung ein bisschen stört, aber auch das wäre ein Teil eines anderen Videos, das ich allerdings noch drehen muss. Mal schauen. Ja, wir gucken uns jetzt einen Alpha-Strahler an, den wir in der Schule haben, und werden den für Versuche nutzen. Ja, was wir in der Schule haben, ist eben Plutonium als Alpha-Strahler, Plutonium-239. Das heißt, wir haben eine Ordnungszahl von 94. Das ist die Ordnungszahl. Und wir haben eine Massenzahl oder Nukleonenzahl von 239. Die Werte brauchen wir am Ende nochmal, wenn wir bestimmen, was eigentlich tatsächlich passiert. Aber erstmal machen wir Versuche zur Frage, wie weit reicht die Strahlung? Wie weit kommt die überhaupt? Wie kann man sich davor schützen? Wie kann man die Strahlung abschirmen? Und ist die Strahlung geladen? Und wenn ja, wie ist die geladen? Positiv oder negativ? Und am Ende schauen wir nochmal, ob wir noch ein paar weitere Sachen herausfinden können. Ja, als erstes müssen wir die Hintergrundstrahlung messen. Also im Prinzip haben wir immer um uns herum eine gewisse Hintergrundstrahlung. Also wir sind eigentlich ständig radioaktiver Strahlung ausgesetzt, allerdings zu einem relativ geringen Maße. Aber sie ist immer da. Und wir müssen jetzt herausfinden, wie groß ist sie denn im Physikraum. Das heißt, wir stellen einen Geigerzähler auf. Das ist hier das da. Da ist unser Geigerzähler. Oder ein Geiger-Müller-Zählrohr. Und wir messen die Zeit und zählen in der Zeit, wie viel Klicks das denn so macht. Es macht immer einen Klick, wenn Strahlung auf dieses Geiger-Müller-Zählrohr trifft. Also das heißt, hier ist unsere Zählrate, die uns angezeigt wird. Und das, was wir nachher haben, nämlich die Hintergrundstrahlung, nennen wir auch Nullrate. Na, dann messen wir doch mal. Ich habe mal bei 30 Sekunden angefangen, aber bis ich dann erst Zählrohr und Timer gestartet habe und dann die Kamera, ist meistens ein bisschen Zeit vergangen. Ab und zu hört ihr so einen kleinen Klick. Das war dann wieder ein Impuls. So, das heißt, wir haben eine Zählrate von 8. Also ist unsere Nullrate 8. Außerdem gibt es noch so ein paar Sicherheitshinweise zu beachten, wenn man denn selber im Unterricht steht und so ein Experiment durchführt. Man darf natürlich nicht essen und trinken, das kennt ihr sowieso.
Und auch man muss Abstand halten zu den, ja, hier natürlich noch nicht, aber wenn wir gleich das Plutonium haben, müssen wir natürlich Abstand halten dazu, zu einem solchen Alpha-Strahler und oder zu jeder radioaktiven Quelle Abstand halten, nicht lange da aufhalten, etc. So, dann gucken wir, wie weit reicht denn diese Strahlung. Das heißt, wir bauen jetzt das Zählrohr, das habt ihr wieder hier, auf. Das ist unser Geigerzähler, da. Und wir brauchen den Strahler, das ist hier. Wir untersuchen da jetzt Plutonium, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, welches Nuklid wir da genau haben. Und ja, wenn wir die Entfernung, also wenn wir gucken wollen, wie weit reicht das Ganze, müssen wir also in verschiedenen Entfernungen messen. Ist ja logisch. Also brauchen wir noch ein Lineal, um den Abstand zu messen. So, dann gucken wir mal bei 50 Zentimeter, was kommt da hinten noch an. Keine Sorge, wir gucken jetzt nicht alle von den Filmen, denn das sind immer 30 Sekunden für alle Entfernungen. Das wird sonst ein ziemlich langer Film. So will ich euch nicht langweilen. Wir schauen uns jetzt gleich die Ergebnisse an. Also wir hatten jetzt 11 auf 50 Zentimeter. Und gucken, also 50 Zentimeter Zählrate von 11. Bereinigt heißt also minus 0 Rate. Das heißt, 11 minus 8 sind 3. Wir haben also 3 über der normalen Rate liegenden Impulse gemessen. So, dann hätten wir bei 40 cm haben wir schon 6, bei 30 cm haben wir wieder 4, das schwankt offensichtlich ein bisschen. 20 cm 9, 10 8, ist auch merkwürdig, 5 cm wieder 8, aber gut, so waren meine Messungen. Wenn wir aber näher rangehen, dann seht ihr, dass das plötzlich ganz rasant steigt. Ne? Dann haben wir 52 und 162 auf 0,5 cm. Dann tickt das ganz ordentlich schnell. Da weiß man schon, warum man sich das nicht möglichst vor die Finger halten sollte. So, das Ganze tragen wir jetzt in einem Diagramm ein. Und dann seht ihr, wir haben hier offensichtlich so eine Kurve, die dann aber hier unten nicht ganz so flach verläuft, wie sie vielleicht verlaufen sollte. Das hat einen Grund. Weil außer Alpha-Strahlung gibt unser Plutonium, was wir hier als Strahler verwenden, auch Gamma-Strahlung ab. Und die hat ganz andere Reichweiten. Das heißt, das, was wir hier messen, da und da und da, das ist vermutlich eher die Gamma-Strahlung. Die Alpha-Strahlung sieht man, dass die hier schon nach kurzer Entfernung wirklich ganz, ganz rapide absinkt. Die kommt also nicht sehr weit. Nein, wir sind nicht mal bei 10 Zentimetern, da ist sie quasi schon bei 0 oder fast 0. Ja, dann untersuchen wir mal die Abschirmung. Das heißt, wir halten was dazwischen, zwischen den Geigerzähler und den Strahler und gucken, was dann passiert. Und hier ist da so ein bisschen Plastik dazwischen. Wir müssen natürlich auch einmal ohne auf die gleiche Entfernung messen. Wie ist da die Zählrate, wenn wir ohne messen? Wie ist die mit Plastik? Wie ist die mit Alu? Jetzt könnte man noch weitere Sachen verwenden, dickes Blei oder so. Und wenn wir uns die Werte anschauen, sehen wir also, ohne hatten wir 9 und das Plastik, das dünne Plastik hier hat schon gereicht, um das ziemlich stark zu reduzieren. Mit Alu kommt fast gar nichts mehr durch. Das, was da durchkommt, hier sind vermutlich auch nicht mehr die Alpha-Strahlung, sondern wahrscheinlich eher, also zumindest hier auf ganz sicher, das ist nur noch die Gamma-Strahlung, die da durchgekommen ist. Und Alpha-Strahlung lässt sich also ziemlich leicht aufhalten. Ne? Die reicht nicht weit, die ist sehr leicht aufzuhalten. Da könnte man ja erstmal denken, das ist ja offensichtlich ganz sicher. Das stimmt nicht ganz. Denn wenn ihr die im Körper haben solltet, dann ist die doch ziemlich übel. Aber das heißt nie,
solche Strahler hier essen. Ich meine, gut, das kann man auch nicht essen. Das ist viel zu groß und dick. Das würde kein Mensch freiwillig essen. Ja, wenn wir jetzt herausfinden wollen, ob die Strahlung geladen ist und wenn ja, positiv oder negativ geladen, also wie ist sie geladen, dann nutzen wir einen Magnet. Denn ein Magnet hat den großen Vorteil, dass er Ladung ablenkt. Also bewegte Ladung kann man damit nach links oder rechts entsprechend ablenken und man kann sogar anhand der Richtung herausfinden, ob es positive oder negative Ladung ist. Das zeige ich euch, wie das geht. Das heißt, wir brauchen unseren Strahler. Wir brauchen eine Blende hier. Na, hier ist die Blende, um zu verhindern, dass es sowieso in alle Richtungen abgestrahlt wird hier vorne. Dann nehmen wir unser Magnet. Das ist hier der Hufeisenmagnet. Und dann werden wir den Geigerzähler einfach in verschiedenen Winkeln einsetzen und überprüfen, wo denn besonders viel Strahlung ankommt. Ja, das machen wir natürlich jetzt. Wieder nur ein Beispiel. Die anderen Werte habe ich dann so aufgezeichnet, damit das Video nicht zu lang wird. Ja, er sieht schon, dass da eine ganze Menge ankommt. Also 22, 23 ist schon mal ganz gut. Das heißt, offensichtlich wird die Strahlung hier nach rechts abgelenkt. So, das heißt hier 45 Grad haben wir eine Zählrate von 26 bereinigt, also ohne die Nullrate kommen wir auf 18. Und bei 30 Grad immer noch 6 und bei 15 und 0 Grad so ungefähr 3, 4. Bei 15 Grad in die andere Richtung gibt es erstaunlicherweise gar nichts mehr und dann bleibt es auch weg. Tja, wie kriegen wir jetzt raus, ob das jetzt positiv oder negativ ist? Also abgelenkt wurde es ja ganz offensichtlich, definitiv, ne? Wurde nach rechts abgelenkt. Jetzt nehmen wir eine Regel, die manche von euch schon kennen, gerade die in der Q2 sind, sollten sie schon kennen. Die Neuner noch nicht unbedingt. Hoffentlich schon, aber vielleicht auch nicht. Wir nehmen die linke Handregel. Der Daumen hier zeigt in die Richtung der Strahlung bzw. der Ladung. Der Zeigefinger zeigt in die Richtung des Magnetfeldes. Und dann gibt hier unser Mittelfinger an, in welche Richtung die Kraft wirkt, die die Ladung ablenkt. Das ist die sogenannte Lorentzkraft. Da schreiben wir jetzt mal einfach Ablenkung hinter. So, jetzt muss man natürlich die ganze linke Hand drehen. Das heißt, erstmal müssen wir noch ergänzen, es geht um negative Ladung bei der linken Handregel. Sonst müssen wir nämlich die rechte Hand nehmen. Also negative Teilchen, die sich nach Richtung des Daumens bewegen und in ein Magnetfeld kommen, das in Richtung des Zeigefingers hier zeigt, werden durch die Lorentzkraft abgelenkt. So, unser Magnetfeld geht immer von Nord nach Süd, also von Rot nach Grün. Das heißt, das zeigt nach oben. Und die Bewegungsrichtung zeigt ja offensichtlich so eigentlich. Das heißt, das Magnetfeld zeigt hier so. Und dann gucken wir, in welche Richtung wir denn die Ablenkung haben. Das heißt, wir müssen unsere Hand drehen. So. Jetzt zeigt der Daumen in die Bewegungsrichtung. Passt. Ups, rot sollte das sein. Und das Magnetfeld. Ah ja, so besonders toll ist es nicht, weil es nicht so einfach dreidimensional zu machen ist, wenn es ja nur so ein Bild ist. Und dann zeigt, ihr könnt es ja ausprobieren, der Mittelfinger auf uns zu. Also die Lorentzkraft hier, also negative Teilchen, würden sich auf uns zubewegen. Offensichtlich wurde es aber nach rechts abgelenkt. Also ist ja
hier in diese Richtung gegangen und nicht nach links. Also das heißt, negative Teilchen hätten so abgelenkt werden müssen. Wir können also hier mit Sicherheit behaupten, wir haben positive Teilchen. Die Strahlung ist geladen und zwar positiv. Also Ergebnis, wir haben eine Reichweite von unter 10 cm. Als Abschirmung reicht ein Blatt Papier und die Ladung ist positiv. Und zusätzlich kommt noch dazu, das Ganze passiert nur bei großen Atomen. Also wir haben ja vorher in die Nukleidkarte geschaut und wenn ihr da nochmal reinschaut, die gelbe Markierung für Alpha-Zerfall ist nur bei den ziemlich großen Atomen. Und wenn man jetzt auch noch messen würde, was denn da nachher vorhanden ist, dann stellt man fest, wenn ich vorher Plutonium habe, dann habe ich hinterher auch noch ganz viel Uran und aber weniger Plutonium. Das heißt, es entstehen neue Elemente und zwar zwei Ordnungszahlen tiefer. Das kann man dann in der Chemie herausfinden, wenn man weiß, wie man verschiedene Elemente voneinander trennen kann und herausfinden kann, welche Elemente man denn da eigentlich vor sich hat. So, jetzt schauen wir uns an, was passiert eigentlich beim Alpha-Zerfall. Also, offensichtlich entsteht etwas, was positiv geladen ist, relativ schwer, weil es nicht sehr weit kommt, und zwei Elemente von der Ordnungszahl tiefer, also aus 94 wird 92. Also jetzt haben wir die Ordnungszahl ist Z, die wird 92. Wird also kleiner. Und außerdem könnte man mit einem Massenspektrometer feststellen, dass das ganze Ding auch jetzt nicht nur ein anderes Element ist, sondern statt 239 schwer zu sein, 235 schwer ist. Das heißt, 239 minus 4 sind 235. Das heißt, das, was da jetzt als Alpha-Teilchen herausgeschleudert wurde, ist offensichtlich 4 und 2 groß. Und jetzt haben wir ja nochmal die Protonen und Neutronen. So, und da haben wir unser 4 und 2. Und das Ganze ist zweifach positiv, weil der Kern des Heliums da so schnell rausgeschleudert wird, dass der gar nicht dazu kommt, die Elektronen mitzunehmen. Das heißt, eigentlich haben wir dann hier zweifach negativ. Das schreibt man aber meistens gar nicht hin. Na, man könnte auch hier sagen, das ist unser Alpha-Teilchen. Man kann das Ganze auch einfach so schreiben. Na, Pu 239 wird zu Uran 235 plus Alpha-Teilchen. Aber wenn man das nur so hinschreibt, dann kann man nicht so gut nachvollziehen, was dabei passiert. Deshalb ist es einfacher, wenn man die 4 und die 2 immer mit hinschreibt fürs Helium. Dann kann man nämlich ganz leicht rechnen. Ich meine, minus 4 und minus 2 rechnen, das kann jeder. Na, zwei Protonen, zwei Neutronen. So, das Ganze schauen wir uns jetzt mal an mit Beispielen. Also Palladium 220 zum Beispiel, nicht Palladium, Proactinium 220. Hier. Da. Das wird jetzt, ist offensichtlich ein Alpha-Strahler, also tragen wir das Ganze ein. 220 wird dann minus, also wir können ja schon mal aufschreiben, plus 4, 2 Helium. Dann hätten wir 220 minus 4 sind 216 und 91 minus 2 sind 89 und 89 ist Actinium, AC. Gucken wir mal hier. Wir können das Ganze ja auch wunderbar in der Nukleidkarte machen. Dafür ist die nämlich hervorragend geeignet. Ordnungszahl 2 tiefer, also 2 nach unten. Und Neutronenzahl auch 2 weniger. Also hierhin. 2 nach unten, 2 nach links. Actinium 216. Da ist es. Super einfach, oder? Machen wir das Ganze nochmal mit dem 222er Uran. Ich habe jetzt alle, die ich rausgesucht habe, hier
innerhalb dieses kleinen Mini-Ausschnitts der Nuklidkarte gelassen. Gucken wir mal, also wir können es nochmal normal hinschreiben. Da wird also 4,2 Helium ausgestoßen. Also gucken wir bei 222 minus 4 sind 218 und 92 minus 2 sind 90. Und 90 ist TH Thorium. So, wir suchen das Ganze jetzt nochmal hier. Zusätzlich da haben wir, nehmen wir mal eine andere Farbe, das 222er Uran, 2 nach unten, 2 nach links, 218 Thorium. Perfekt, oder? Ich meine, das ist echt mega einfach. Das heißt, ihr probiert das jetzt bitte mal mit dem Thorium und dem Radium, die hier unten stehen, mal selber aus. Ihr werdet das hoffentlich genauso leicht finden. So, wir fassen nochmal zusammen. Also, Alpha-Strahlung hat eine Reichweite von unter 10 cm. Abschirmung kann ich schon durch Plastik oder Papier, dickes Papier reicht übrigens auch aus. Es ist doppelt positiv geladen und aus dem Kern wird mit Schwung, hat ja ziemlich viel Schwung, fliegt ja durchaus ein ganzes Stück, ein Heliumkern herausgeschleudert. Als Bruchstück. Warum das genau Helium ist, dazu müssen wir noch mal einen anderen Film machen. Das hat Gründe des Energieniveaus. Also das ist noch mal ein ganz neuer Film, warum eigentlich gerade Helium daraus geschaltet und warum eigentlich der Kern instabil wird, müssen wir dann auch noch klären. Jetzt muss euch erstmal reichen, dass es eben der Fall ist. Hier ist noch mal die Zusammenfassung. Also bei dem, ich nehme einen beliebigen Strahler, wenn der denn Alpha-Strahler ist. Dann muss ich oben die Zahl minus 4 rechnen und unten die Zahl, also die Ordnungszahl minus 2. Dann finde ich mein Zielelement und das Ganze plus 4, 2 Helium. Genau genommen hier nochmal 2 plus und theoretisch hier 2 minus. Das schreibt man aber oft gar nicht mehr hin. Was man noch oft dazu schreibt, ist noch plus Energie, weil der Heliumkern ja nicht einfach da drin bleibt, sondern mit Schwung herausgeschleudert wird. Na, und dieser Schwung, den stellen wir dann als Plusenergie dar. Ja, das war's schon. Wenn ich die weitere Filme zu den verschiedenen Strahlungen fertig habe, werde ich die hier euch verlinken. Und auch nochmal, warum eigentlich diese Alpha-Strahlung entsteht oder warum es überhaupt diesen Zerfall gibt. Aber das ist alles noch nicht so weit. Vielleicht bald. Und wie immer findet ihr ganz, ganz viel unter LIFEY Physik. Tschüss!